Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Und was tut er da? Was? Einfach nur was? Einfach nur was? Warte mal. Das da sieht gut aus. Wie ich mir diese Farbkombi mal merke? Sieht mega cool aus. Okay. Ich weiß nicht, was der große Muskelprotz da von uns will. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich beim letzten Mal. Hallöchen. Ob ich beim letzten Mal hier ein Bild gemacht hatte. Kann ich ja mal ganz kurz nachgucken. Sonst muss ich jetzt aber gleich ganz kurz das Screenshot noch mal machen. Ich weiß nicht, gehörte das doch zu dem Part? Weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Glaube nicht. Warte mal. So, Screenshot wurde gemacht. Hatte nämlich tatsächlich keinen. So, wir sollten ins untere Lanoskia. Nee? Ja. Ich glaube, da war was. So. Dann laufen wir einfach mal jetzt hier hin. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ganz so viel Zeit zum Aufnehmen habe ich heute nämlich gar nicht. Heute Morgen war nämlich erstmal Updates von dem Spiel, beziehungsweise als Serverwartung. Eher weniger cool, aber was will man machen? So, hier hinten ist Fade. Fade machen wir natürlich mit. Huch. Oh Gott. Agarkröte. So, wir wollten ja mit diesem Charakter auf Stufe 7 kommen. Eventuell sogar höher. Du wieder in der Reihe. Wir sind auf jeden Fall gleich bei der nächsten Stufe. Damit haben wir jetzt auch Stufe 6 erreicht. Gut, ist natürlich sehr schön. Heute ist übrigens wieder hier Klassengedönstag. Also Part. Wir kümmern uns heute um die Klassenquest der Schurken.
ich weiß gar nicht, wir sind bei der 5er Quest. Und ja. Schauen mal, was uns hier noch so erwartet. Da sind Dodos. Ach ja, wenn die Eltern nerven. So. Hallo Dodo. Wir kamen jetzt soweit ganz gut voran. Ich werde mich nämlich mal ein bisschen ums Bestiarium kümmern. Gehen wir einmal hier so hoch. Und plätten das, was wir sehen. Ich kann mich halt immer noch nicht entscheiden, ob ich das Bestiarium halt in Rubrik Farm oder in Rubrik Klassenquest packe. Weil eigentlich ist es ja klassenspezifisch. Also wahrscheinlich ändere ich das doch nochmal um und es wird in die Klassen mit reingehen. Weil es halt doch teilweise Levin ist. Und Levin ist ja auch schon mit bei der Klasse mit drin. Also mal gucken. Ihr könnt ja eure Meinung dazu mal in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr das möchtet, natürlich. Und Stufe 7. Das lief doch wie am Spieß. Am Schnürchen. Am Schuh. So. Was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich die da hinten noch brauche. Ja. Die Galago brauche ich auch. Was Bestiarium angeht, sind wir auch noch gut in Form. Es ist so Platz nach oben. So. Haben wir das auch. So, weil beim Marodeuren sind wir nämlich Stufe 11. Und hier wären wir jetzt halt perfekt, um die Klassenquest weiterzumachen. Aber... Wobei doch, wir wollten, glaube ich, mit dem Schurken die Klassenquest weitermachen. Jetzt erstmal. Aber es kommt jetzt nächstes Mal noch der Hermetiker. Mit dem wir uns kümmern. Mit dem Hermetiker... Ah nee, doch, mit dem Hermetiker wollten wir weitermachen. Wir gucken halt einfach mal, wie gut wir vorankommen. Mit den Hermetikern möchte ich halt auf 9 oder 10 kommen. Brauche ich noch eine Fledermaus? Nee. Okay. Ölfledermaus haben wir. Okay. Schade.
So. Dann sprinten wir einmal nach da hinten. Wir können halt auch wirklich versuchen, erstmal das Bestiarium halt vollständig zu kriegen. Mal gucken. Wie sieht es hier aus mit Bestiarium? Oh, hier habe ich das Bestiarium auch noch nicht fertig. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Also einfach wird was anderes, aber das kriegen wir alles hin. Wo ist es da? Weiß auch noch nicht, wie ich das mache mit den Sammel- und Handwerksberufen. Ich weiß, mir wird immer wieder gesagt, dass man das erst machen soll später. Ich glaube, ich würde aber gerne zumindest die in meiner Hauptstadt, also jetzt hier in Limsa, die Berufe würde ich, glaube ich, direkt hier schon annehmen und halt auch schon machen. Einfach um mich dann mal mit einzufinden, überhaupt mal zu verstehen, wie das funktioniert. Weil nicht den Beruf habe ich mich noch nie beschäftigt. Deswegen wäre das für mich echt mal wichtig. Und dann können wir es ja immer noch auf Eis legen. So, schon fertig mit dem Training? Hey, die brennenden Schmerz, den diese Tentakel auf der Haut hinterlassen. Treibt einen schnell zur Vorsicht an, was? Du hast dich aufgewärmt. Können wir, da du dich jetzt aufgewärmt hast, können wir uns wieder der richtigen Arbeit zuwenden. Zunächst einmal müssen wir die Typen ausfindig machen, die sich dieses Magitech-Spielzeug unter den Nagel gerissen haben. Vielleicht hat einer der unseren etwas gehört. Die Gilde ist ein Hort der Informationen, musst du wissen. Und unsere Leute sind überall verstreut und halten Augen und Ohren offen. Wir sollten mal bei Tulvan, der ertränkten Sorge, vorbeischauen. Frag sie nach einem Leichtbier und schau, was sie dazu zu sagen hat. Keine Sorge, ich erlaube mir keinen Spaß mit dir, Mädel. Vertrau mir einfach. Okay. Ich freue mich jetzt schon auf den späteren Teil der Story. Vielleicht finde ich ja auch eine Möglichkeit, die besser ist, oben die Klassen alle zu leveln. Einfacher wäre es natürlich, wenn mal wieder so ein Event kommt, wo man 30.000 Mal Kast rumläuft. Ertränkte Sorge. Müssten wir Achterburg hingehen. Aber ich glaube, die anderen Berufe mache ich, wenn wir ein bisschen Hauptstory gemacht haben. Also wie gesagt, nachdem wir jetzt alle sonstigen Berufe, also Klassen, auf 7 oder höher haben, oder 8 oder höher, geht es mit der Hauptquest weiter. Wie gesagt, wir sind jetzt ja gerade mal beim Gucken. Willkommen in der ertränkten Sorge. Womit kann ich dienen, die Dame? Leichtbier. Nur über meine Leiche. Wir servieren ja mitunter billigen Fusel hier in der Sorge, aber niemals etwas Verwässertes. Aber wenn dir unser normales Bier nicht zusagt, möchtest du vielleicht etwas von unserem Untergrundmenü bestellen?
Ja, wir haben eine Menge im Angebot für Kunden mit deinem schurkigen Charme. Gibt es etwas Bestimmtes, womit ich dir helfen könnte? Ah, die Sache mit dem Magitek-Raub. Das fand ich gerade ein raffinierter Job. Die fragliche Bande ist eine ungewöhnliche Mischung aus ehemaligen Piraten, die sich heute Zerstörer nennen. Sie sind fasziniert von höflichen Umgangsformen und haben eine Vorliebe für galeische Maschinen. Zudem sind sie dafür bekannt, mit dem Goblins unter einer Decke zu stecken. Gerüchte zufolge besuchen die Holdenzerstörer häufig ein Lager von ihnen im zentralen Lanoskir, um dort ihre Waren loszuschlagen. Und diese Waren bestehen in der Regel aus Technologien der Galea. Ich nehme an, die Goblins waren hocherfreut, in den Besitz einer XI-Südvorrichtung zu gelangen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob das eine römische Zahl ist. Wenn ja, dann weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, was das L bedeutet in der römischen Zahl. Falls du das Teil stehen möchtest, führt dich dein Weg also ins Goblin-Lager in Sommerfurt. Sommerfurt, wie? Dann mal los. Wir treffen uns beim Fluss nahe des Lagers und besprechen das weitere Vorgehen dort. Ja, dann tun wir das nochmal. Okay. Also wir haben hier auf jeden Fall Grobschmiede, Gourmets und Fischer hatten wir hier, glaube ich. Jetzt aber erstmal wieder Zurückmarschmarsch, Zurückmarschmarsch. Und einmal zum Sephir-Tor. Wir müssen ja ins zentrale Lanoskir. Sag mal gucken. Vielleicht machen wir das hier auch noch. Dass wir das Bestiarium hier einmal kurz vervollständigen. Perimu Haurimu, Hallöchen. Zieh den Kopf ein, Ash. Ich habe von hier aus alles beobachtet. Keine Spur von den Hohen zerstören, aber ich habe gesehen, wie einer der Goblins das galeische Gerät in seinem Rucksack gepackt hat. Ich wusste, Itoewon würde uns auf die richtige Spur bringen. Das ist deine Chance, Mädel. Verpasst dem Goblin eins und schnapp dir das Teil. Ich weiß nicht mehr genau, wer von ihnen es war. Aber ich meine, es war der Typ ganz links. Pass auf die Bombenexplosion auf. Herumwirbeln und ausweichen ist inmitten eines Feuerballs nicht besonders effektiv. Okay. Aber wir brauchen hier auch den Fischer. Deswegen gönnen wir uns auch den Fischer. So. So wird's gemacht, Mädel. Da konnte ich entspannt hier sitzen bleiben und mir die Show ansehen. Hast du die Ware? Da. Gönn dir. Ja, das ist zweifellos das gesuchte Gerät. Lass uns zurück zur Gilde bringen. Die Heldenzerstörer haben noch immer eine Abrabung verdient, aber darum kümmern wir uns später. Ja, du sollst dir Jack das Zeug überreichen. Immerhin hast du es den Pfoten des Gob der Goblins entrissen. Bye bye. Kapitän, Kapitän, irgendjemand hat unser Goblin-Kameraden angegriffen, als wir gerade damit beschäftigt waren, unsere trockenen Kehlen Erleichterung zu verschaffen. Das können wir nicht durchgehen lassen, Kapitän. Unsere feine Beute wurde uns direkt vor der Nase gestohlen. Verflixt und zugenäht. Diese Dreistigkeit bringt mein Blut zum Kochen. Ich weiß, wem wir diesen Affront zu verdanken haben. Sie werden teuer dafür bezahlen. Mir nach, meine teuren Kameraden. Hurra! Hurra, Hussa! Gut, dann machen wir jetzt nochmal die letzten Bestiariumsdinger. Das sind ja nur noch zwei. Dann kommen wir zumindest auf Stufe 8. Und dann machen wir für uns die letzte Schurkenaufgabe. Dann wird der Part tatsächlich auch schon wieder beendet sein.
Wenn wir das für die Schurken fertig haben. Und dann kümmern wir uns um die Hermetiker-Gilde. Das wird lustig. Das Ding mit den Hermetikern. Okay. So, das hätten wir zumindest schon mal. So, und da unten müssten die Megalokrabben sein. Weil wenn wir das fertig haben, kriegen wir dafür eine Vergütung. Da kommen wir leider nicht runter. Und da ist die Megalokrabbe. Die tausendmal größer ist als wir selber. Nein, so kurz davor. So kurz vorm Level Up. Na komm, dann machen wir das nochmal hier mit random Gegner. Komm, diese Stufe 9, ne? Die können wir uns jetzt auch noch holen. So. Und einmal Rückführung. Einmal die Rückführung gefälligst. Ach, und was mir schon wieder auffällt, wir haben unsere Katze vergessen. Das ist so mies, ne? Ich glaube, ich lasse die Katze einfach durchgehend an. Aber das ist auch doof.
wenn ich die Katze durchgehen anlasse. Wow, weiter geht's. Apropos, ja, eins wollte ich nochmal machen. Und zwar, man kann nämlich seine Posen ändern. Und zwar, warte mal. Nein, so nicht. Pose ändern. Dann steht man zum Beispiel so. Oder so. Also jedes Volk hat, glaube ich, andere Posen. Ich glaube, wir machen das so. Und warte mal. Boden setzen. Dann machen wir das so. Dann haben wir da halt andere Sachen, wenn wir dann halt uns zum Beispiel mal länger nicht bewegen. Yep, wir wollen es betreten. Heute noch. Konntest du die Zündbeleuchtung schon finden? Jo, konnten wir. Warte mal. So. Ah, und so noch in einem Stück? Den ersten Auftrag hast du dich gut geschlagen, Mädel. Es macht zwar nicht gerade viel her, aber die mutigen Freibeuter haben ihr Leben riskiert, um das Teil hier zu stehen. Sie werden hocherfreut sein, es zurückzubekommen. Wir müssen uns doch immer um die holden Zerstörer kümmern, Jack. Der Job ist doch nicht erledigt. Du hast recht, Leichtfuß. Das ist er nicht. Wer den Kodex bricht, muss mit den Konsequenzen rechnen. Oho, ein Kloster hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und wer seid ihr bitte? Deine Ignoranz wundert mich nicht. Immerhin sind unsere Pläne stets perfekt. Unsere Raubüberfälle makellos. Soll ich dir unseren berüchtigten Namen verraten und mich an deiner Furcht ergötzen? Wir sind tödlich, hinterhältig und abscheulich. Knie nieder vor den holden Zerstörern. Captain, das ist die Tante, die unsere Ware geklaut hat. Das kann ich bestätigen. Wir haben die dumme Gans unbemerkt bis hierhin verfolgt. Überraschung! Aber, meine Lieben, lasst uns nicht so unhöflich sein. Wir sollten versuchen, diese unschöne Angelegenheit ohne Einschüchterung oder andere weniger diplomatische Methoden zu lösen. Zumindest vorerst. Du da! Ja, der gelackte Laufbursche. Sei ein guter Junge und hol deinen Vorgesetzten. Einer deiner Kollegen hat ein furchtbares Verbrechen an uns begangen. Und wir werden nicht wieder gehen, ehe wir eine angemessene Entschädigung dafür erhalten haben. Oho, ich bin also ein Laufbursche, wie? Sagt mir, Captain, an was für einen Ort glaubst du dich hier zu befinden? Die dort? Nun, ich nehme an, es ist eine Art Kloster. Der einäugige Türsteher hat was von artiger Schwester von Edelweiß oder so erzählt.
Und du hast deinen Fehler noch nicht bemerkt? Dein Schicksal war bereits besiegelt, als du deinen traurigen Hintern über diese Türschwelle bewegt hast. Willst du mir etwa drohen, Junge? Meine Männer werden dir deine unverschämte Zunge abschneiden. Genug der holden Gesten für heute. Männer, zeigt diesen betrügerischen Schwestern, wie die Zerstörer mit der Emporkömmlingen umgehen. Du verstehst es noch immer nicht, wie? Es gibt nur drei Arten von Typen, die der Türsteher hier hereinlässt. Kunden, Rekruten. Bei den 12. Ich werde euch alle töten. Hat deine Mama dir nicht beigebracht, dass man eine Dame nicht unterbricht? Sonst hätte sie dir verraten können, dass die dritte Art von Typen gesuchte Vollidioten sind, die einfach so in die Höhle der Schurken reinlatschen. Schurken? Aber wir waren doch so vorsichtig! Ich habe zu meinen Piratenzeiten Geschichten gehört. Geschichten über unbarmherzige Gesellen, die den Kodex aufrechterhalten. Damals nannten sie sich jedoch nicht Klugen. Die aufrichtigen Diebe waren das. Die Messer in den Schatten. Hallo. Das könnte ja nicht sein. Ihr versucht mir nur Angst einzujagen. Nun, der Captain der holden Zerstörer lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Zu den Höhen mit euch Täuschungen. Hurra! Hurra für meine gefallenen Kameraden! Täuschungen? Ja, jeder, den du triffst, konnte ein Schurke sein, Kapitän. Sogar ein geleckter Laufbursche. Er atmet noch, fällt ein Seil und knüpft ihn irgendwo in der Stadt auf. Und jetzt ist der Job erledigt. Ganz schön wilde Einführung für dich, oder? Willkommen auf Limsam Luminsas bewegter Schattenseite, wo die Diebe ihren schlechten Gewohnheiten ablegen und zu Schurken werden. Das Witzige ist halt, jetzt ist noch so wenig Mimik in unserem eigenen Charakter vorhanden. Und es ist so geil, dass sich das so ändern wird. Das wird doch so toll werden. Ihr glaubt es gar nicht. Ich rede nicht gerne über die alten Zeiten, aber da es angesprochen wurde, möchte ich doch etwas klarstellen. Es war damals, als die Piraterie auf einem Höhepunkt war. Die Bewahrer des Kodex waren die Elite, die besten Jungs und Mädels von den Piratenmannschaften. Sie stahlen die Beute zurück, die zu Unrecht gestohlen wurde, und zogen die Schuldigen im Schutze der Nacht zur Rechenschaft. Aufrichtiger Dieb wurde zum Titel für diejenigen, die sich beim Rauben und Plündern an die Regeln hielten. Aber es wurde nur Leuten in die Ränge aufgenommen, die ihrem Leben als Freibeuter abgeschworen hatten. Offensichtlich Interessenskonflikte und so weiter. Sie gründeten ihre eigene Gilde und waren fortan keine Piraten mehr. Als Merwib dann später zum Admiral wurde, willigten die aufrichtigen Diebe ein, sich ihren Gesetzen zu unterwerfen. Im Zuge dieser Veränderung wurden wir zur Schurkengilde und akzeptierten seitdem auch Abenteurer, wie dich als Rekruten. Aber auch wenn sich der Name geändert hat, so ist der Job doch der gleiche geblieben. Den Kodex bewahren und die Untergrundgesellschaft, aus der wir hervorgegangen sind. So wie du es mit diesem Auftrag getan hast, mach weiter so, Ash. Und du wirst es so weit bringen in den Schatten. In den Schatten, Gott.
Okay. Gut, und damit beenden wir auch den Part hier. Huch. Wir gehen einmal hier raus. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns dann bei der Hermetiker-Rede und ziehen dann in den nächsten ein bis zwei Parts unseren Hermetiker hoch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!